Was ist eigentlich Coworking? Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Diskussionsveranstaltungen zu und auch tausende Definitionen. Coworking für mich bedeutet, an einer Idee gemeinsam in einer Arbeitsatmosphäre arbeiten, in der man sonst nicht unbedingt ist, nämlich in einer Umgebung, wo auch andere an Ideen arbeiten und die nicht unbedingt immer korrespondieren mit der eigenen. Und so eine, ich sag mal, Atmosphäre geschaffen wird, die man nicht künstlich erzeugen kann. Und in Kiel gibt es eine boomende Gründerszene, die zwar noch in den Startup-Schuhen steckt, aber schon einiges zu bieten hat. Und ich habe mir heute mal den Coworking Space, den neuen in Kiel, angesehen. Es ist Fleet 7 oder Fleet 7. Es ist noch nicht so genau sicher, wie das letztendlich heißen soll. Und hier seht ihr jetzt ein paar Impressionen aus der Fleet 7, auch so wie es von außen aussieht. Es sind die Räume eines ehemaligen Versicherungsunternehmens direkt neben den Kieler Nachrichten und neben der alten Druckerei, wo früher die KN publiziert oder gedruckt wurde. Und diese Druckerei, die steht jetzt leer und das große Projekt ist jetzt, dass es bis Sommer 2018 gelingen soll, die Druckerei so umzurüsten, dass auf 2000 Quadratmetern knapp 200 Startupler einziehen können, Veranstaltungen zu Startup-Themen und Unternehmensveranstaltungen stattfinden können, um so das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, direkt am Asmus-Bremer-Platz, also direkt dort, wo auch die Fußgängerzone und die Gesellschaft, die Leute spazieren gehen und bummeln gehen. Und genau das ist auch die Aufgabe der Politik, das Thema mehr in die Öffentlichkeit stellen und die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass gute Ideen nicht in der Schublade versauern, sondern genau in solchen Coworking Spaces gemeinsam mit anderen, die vielleicht die Idee noch etwas weiter, etwas verbessern können, etwas weiterbringen können, zu vertiefen und dazu beizutragen, dass die Zukunft in Deutschland innovativer ist, trendiger wird und auch moderner wird. Und ich bin ganz gespannt, wie die nächsten paar Monate jetzt verlaufen werden und freue mich auf die weiteren Veranstaltungen da.